Es ist der 11. März und wir feiern den Namenstag von Rosina oder Sina. Herzlichen Glückwunsch an die Sinas dieser Welt. Der Name Rosina kommt aus einer Nebenform von Rosa und wird meist als die italienische Koseform angesehen. Der Name bezieht sich auf das lateinische Rosa, was eben auch die Rosa ist. Ja, warum feiern wir heute den Namenstag von Rosina? Das liegt an der Rosina von Wengelingen. Über das Leben der Märtyrerin Rosina von Wengelingen ist eigentlich wenig bekannt. Sie soll als Einsiedlerin in Wengelingen im Allgäu gelebt haben. Dort gibt es seit 1679 eine Kapelle, die ihr geweiht ist. Sie ist eine Selige der katholischen Kirche. Ja, es gibt berühmte Rosinas, Rosina Schneeberger, die Skirennläuferin, Rosina Wachtmeister, eine bildende Künstlerin oder auch Sina Valeska Jung, die Schauspielerin. Hierzu ist anzumerken, dass Rosina, wie man hier sieht, 80 Jahre alt ist und wenn man dann nur noch Sina eingibt bei uns in der App, ja, bei Sina haben wir 29 Jahre. Das heißt, der Name ist wesentlich modischer und wesentlich jünger. Wobei wir das natürlich jedes Jahr anpassen, das Thema. Ja, weitere Informationen zu Namen, Namenstagen, Namensbedeutung, Ableitung und so weiter in unserer App Namechecker. Die ist verfügbar im App Store und bei Google Play. Und wie man Namenstage für Marketingzwecke nutzen kann, in unserer Webseite www.marancon.de/Namenstag. Herzlichen Glückwunsch an Sina und Rosina.